Die absoluten Stars hier auf der Messe, Futura 36 Fly. Und als ich das Boot das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, naja, was muss ich jetzt hier anlegen? Vielleicht 1 Million oder 1,5 Millionen. Und war der festen Überzeugung, das Ding, das kostet garantiert siebenstellig. Und bin da hierhin und man musste mich eines etwas Besseren belehren, weil diese schöne Yacht, wie sie hier steht, ja, die geht los bei 159.000 ohne Flybridge, mit festem Steuerstand, also mit vollwertigem Steuerstand. Das heißt, man kann oben sitzen und auch steuern. Ist dann bei 189.000, aber nicht mit eingefärbtem Gelcode, sondern halt farblos. Andreas, ganz ruhig. Ja, wir kriegen das hin. Wir müssen den Leuten erstmal erklären, was das ist. Wir haben ja viele Zuschauer, die kennen Yachten noch gar nicht. Das ist, ist das eine Binnenjacht? Ist das eine Hochseejacht? Ich würde mal eher sagen, es ist eine Binnenjacht, wird aber auch von einigen Charterfirmen auch auf der See gefahren. Also in Kroatien wird sowas auch verchartert. Es geht so, in der Nähe von der Küste kann man das fahren, oder? Ja, in Küstennähe würde ich das schon fahren. Alles andere ist natürlich, sagen wir mal, wirklich grenzwertig. So, und das ganze Ding ist aus GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff. Ihr macht ja da eine Form. Wie viele Boote kann man denn aus einer Form machen, also wenn man mal die Form hat? Ungefähr 150 bis 200. So, 150 bis 200. Wie viele Boote baut ihr im Jahr im Moment? Zwischen 35 und 40. Also schon einige. Ja. Ihr habt jetzt verschiedene Typen. Ist das das einzige Boot oder habt ihr noch andere? Nein, wir haben als nächstes ist halt dementsprechend jetzt vor anderthalb Jahren die Seamaster 45 auf den Markt gekommen und im April kommt die Maestro 42 auf den Markt. Du musst mir mal einen großen Gefallen machen. Wenn du mal gerade hier rüber gehst und dich mal neben das Boot stellst, ich brauche irgendeinen Größenvergleich, weil die Leute können sich nicht vorstellen, wie unglaublich groß das Boot ist. Warte mal, ich zeige das mal gerade. Einfach mal stehen bleiben. Einfach stehen bleiben, die Arme mal kurz ausbreiten, dass ich die habe. Deine Größe, wie groß bist du? 1,80 Meter. 1,80 Meter, das ist ein riesen Gerät. Warte mal, wenn du mal kurz zu mir kommst. Das ist quasi, jetzt mal, ich muss mal blöd fragen, kann man darauf richtig leben? Ist das so ein gerade Wohnmobil auf dem Wasser? Es ist für einige halt... Ungefähr. Also okay, ist das mit zum Leben? Also ich frage mal, wenn ich mich jetzt verkleinere, ich sag mal, komm klar auf ein Wohnmobil, da habe ich ja hier mehr Platz, oder? 2 bis 4 Personen auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Nochmal, 2 bis 4 Personen angenehm? Sehr, sehr angenehm. Komm, wir gucken uns das gleich mal von innen an. Ich habe mich ja vorher angekündigt bei dir und habe gesagt, hey, wir drehen mal, weil hier war gestern, glaube ich, bei euch am Stand so richtig, richtig die Hölle los, oder? Ja, gestern und heute auch. Normalerweise unnormal für so einen Montag, aber wir sind wirklich ununterbrochen von 10 Uhr komplett gefüllt. So, und die Leute, die was von Booten verstehen, kommen ja meistens vom Wasser, muss man ja sagen. Unten steht ein Country Code plus 48. Was ist 48? Das ist Polen. Wir produzieren in Polen. Saugeil. Ja. Meine Frau kommt aus Polen, weißt du das? Sehr schön. Meine auch. Ja, meine auch. Das ist so der. Nein, die ist mit 4 Jahren hier rüber und deswegen, wir drehen Tiny Häuser, wir drehen Affinity, ja. Volkswagen-Werke sind in Polen. Wir haben die längste Landesgrenze, weißt du das, zu Deutschland? Ja, wusste ich nicht. Ja, wirklich so. Ja, es ist so. Und es ist ja oft so, ich sag mal, hier in der Halle ist für mich alles neu. Ich habe mal Yachten gedreht in Sanremo, 35 Meter. Wie lang ist denn die nochmal? Wir haben hier bei der Serienausstattung 11 Meter, können dieses Boot aber mit 11 Meter und 85 bestellen. Warum wirkt das so groß für 11 Meter? Weil wir halt dementsprechend einen Verdränger haben. Wir haben eine einzigartige Form. Die meisten bauen halt einen V-Rumpf, damit sie halt irgendwann dann ins Gleiten kommen. Wir haben darauf verzichtet, damit die Leute halt auf dem Wasser den Komfort haben und nicht irgendwelche Rennen fahren. Also ich habe ja Linsen, habe ich mal gefilmt, die sind da drüben irgendwo. Das sind ja auch, ich sag mal, die liegen im Wasser, die können nicht gleiten, das sind Stahljachten. Das hier ist GFK, was wiegt das ungefähr, das Boot? Da sind wir bei 8 Tonnen. 8 Tonnen, das heißt, ich kann es noch so mitnehmen mit dem Transporter. Nein, ist zu breit? Nein, nein. Okay, Schwertransport. Wie kommt das ins Wasser von Polen? Über Ostsee? Wird gefahren, Spedition. Wir haben eine eigene Spedition, die für uns arbeitet. Und mit der transportieren wir dann die Yachten halt zu dem Revier, wo sich der Kunde das halt dann wünscht. So, klemm ich mal auf. Unten drunter das Schwarze, was ist das? Das ist halt die Anti-Fouling-Schicht. Anti-Fouling heißt? Das ist halt geschützt, ist vor halt Algenbefall, Osmose und alles, ne? Du, für mich ist das alles hier ganz neu. Wenn man jetzt mal drunter guckt, da hinten ist eine Schiffsschraube, es hat einen Motor, nehme ich an, oder? Ja, es hat einen Motor, Schiffsschraube, Buckenheckstrahlruder. Ohne das würden wir das Boot auch nicht verkaufen, weil es halt aufgrund der Größe unsteuerbar ist. Okay, heißt Bug- und Heckstrahlruder, ich kann das Ding auf der Stelle drehen quasi, richtig, oder? Wir können uns auf der Stelle, können wir halt wenden. Und dadurch, dass wir halt einen Wellenantrieb haben, ist es auch hier bei diesem Modell ganz problemlos, dass wir halt wirklich innerhalb von ein paar Metern auch die
ja, Kehrtwende gemacht haben. Also nochmal, ich zeige das mal gerade. Hier steht wirklich 159, das ist der Grundpreis. 159.000 Grundpreis ohne vollwertige Flybridge. Das heißt, wenn man oben nicht unbedingt steuern möchte, ist man hier bei einem Einstiegspreis. Ah, jetzt hast du verstanden. Man hat denn zwei Steuerstände und kann einmal oben, einmal unten. Richtig, wir haben dann oben halt nur eine Liegefläche und eine Notaufstiegsleiter, mit der wir dann halt die Flybridge betreten können. Ich bin total gespannt, wie das ist. Und das liegt wie tief im Wasser hier? 0,75. Ungefähr mit der Hand, bis wohin. Also wenn man hier mal zeigt, weil ich habe ja hier die Möglichkeit, der Rest guckt oben raus. Ja. Sehr schön. Was sind das hier für Öffnungen? Das sind halt dementsprechend Öffnungen von der Toilette, vom Abwasser. Okay, je nachdem, wo es ist. Ja, genau. So, wir gehen mal kurz rüber. Ihr seid die Stars hier auf der Messe. Warum, kann ich hier direkt sagen, zumindest mal hier in Halle 1, ist blau. Ja. Du hast keine blauen Boote hier auf der ganzen Messe. Ich grüße dich ganz herzlich, dass es da ist. Es gibt keine blauen Boote, oder? Nein. Also das ist sehr gewagt gewesen von dem Kunden, aber der hat sich was getraut. Ich habe jetzt auch das allerneueste Bordell mit Cappuccino bestellt. Und ja, blau ist halt, wie man sieht, überall vertreten. Aber so ein blaues Boot in der Sonne ist natürlich ein Hingucker. Ja, ist das ein Problem mit GfK, im Prinzip aufheizen und so, oder ist das Sandwich oder was habt ihr? Das hat, die Farbe hat damit nichts zu tun, ob sich das jetzt mehr oder weniger aufheizt. Ist klar, wenn man ein schwarzes Boot bestellt, dann kann man damit rechnen, dass es jetzt sicherlich mehr aufheizt, wie jetzt halt dementsprechend ein weißes Boot. Also, es wirkt unglaublich, ich habe ja keine Ahnung vom Booten. Als ich da vorstand, habe ich gedacht, das kostet bestimmt eine Million. Da oben, das ist dieser, wie nennen wir, Fly? Genau, vollwertige Flybridge mit Steuerstand. Wie cool, da gehen wir gleich mal hoch. Und hier sieht man, der Boden hier, was ist das für ein Boden? Das ist jetzt ein Kunst-Teak, das ist kein richtiges Teak. Bei echtem Teak müsste man halt jedes Jahr dann halt schleifen und imprägnieren, einölen. Bei Flexi-Teak muss man halt gar nichts tun. Das bleibt ewig so schön, wie es jetzt hier ist. Das haben wir in zwei Farben, einmal in dunkel und einmal in hell. Mhm. Und ja, wenn das halt nicht drauf ist, dann sieht es halt etwas, sagen wir mal... Es ist totschick, also ich finde es richtig cool. Ich also weiß, hat aber auch seinen Preis. Okay, verstehe ich. Also, jetzt mal hierzu. Was ist denn das für ein Material? Das ist hier, ich sag mal, das kann ja Salzwasser abkriegen, das kann Wasser abkriegen. Ist das, das ist dafür gebaut, auf der See zum Beispiel, geht das? Das ist auch dafür gebaut, halt dementsprechend auf der See damit unterwegs zu sein, ja. Okay, also das habe ich soweit verstanden. Darunter ist der Motor hier? Richtig, genau, das ist der Motorraum. Wir haben einen sehr, sehr großen Motorraum. Wir können dort halt sogar, sagen wir mal, so ein aufblasbares Beiboot mit unterbringen. Im Motorraum? Ja, im Motorraum. Okay, und hier drüber, da ist es ein Verdeck drüber. Ist das in der Serie schon drin? Nein, das ist auch wieder aufpreisgebunden. Einige bestellen es, einige bestellen es nicht. Aber das ist jetzt so, sagen wir mal, mit der verlängerten Plattform. Das ist ein Must-Have fast, oder? Wenn ihr sitzt. Aber ich meine, ist ja klar, das ist ein Grundpreis. Die Leute können es zusammen konfigurieren. Kaum einer wird die Basisversion bestellen. So ist es. Nein, der eine hat die Vorlieben, der andere hat das, oder? Nein, also bei der Futura bewegen wir uns meistens so mit einer gut ausgestatteten Version bei einer Viertelmillion. Okay. Und jetzt momentan noch bis zum 29. Bis Ende der Boatshow geben wir den doppelten Nachlass wie sonst. Das heißt, man kann bis zum 29. hier bei uns noch ein Schnäppchen machen. Mit Auslieferung noch ein letzter Liefertermin 30.07. oder halt dementsprechend dann der nächste Liefertermin 20.09. Das heißt, 7-8 Monaten hat man schon und sein Boot. Und das Jahr? Dieses Jahr. Wie dieses Jahr? Dieses Jahr liefern wir nach Hause. Ich bestelle das Boot und ich krieg's dieses Jahr. Richtig, genau. Nach Kundenwunsch. Okay. So, ich zeig das mal ein bisschen. Du hast eine richtige Küche drin. Das ist das Naturstein hier drin? Das ist richtiger Naturstein, richtig. Oh gut, Gewicht ist ja nicht so schlimm. Na. Festwassertank, was hat das für ein Tankvolumen, das Boot? Beginnt bei 200 Liter. Der Kunde hat sich jetzt hier 400 Liter bestellt. Wir haben kein Gas an Bord. Wir haben Stromaggregat inklusive einer Kochplatte, die über eine Induktion wie zu Hause auch funktioniert. Mhm. Wir haben hier fast 1000 Amperestunden an Batterien verbaut, die dann halt in kürzester Zeit über zwei Ladegeräte wieder aufgeladen werden. Ist das Lithium schon hier? Ja. Okay, alles klar. Ich sag mal, Küche ist wie zu Hause. Das Licht kann man dimmen. Ist das schon App gesteuert oder sind das nur Taster? Das sind Taster, aber das ist in der Serie. Dafür muss man nichts bezahlen. Okay, das heißt also... Was man bezahlen muss, ist halt dementsprechend jetzt Induktion. Halt die spezielle Induktionsplatte oder die Mikrowellen-Backofen-Kombi. Warte, die zeige ich mal. Die ist wo? Da. Richtig. Ach, die kenne ich, ja. Die Richtig. Ist auch in diversen... Die funktioniert auch alles über den Spannungswandler, über die Batterien. Dafür braucht man nicht das Stromaggregat einzustellen. Wir haben drei Kühlschränke an Bord. Mhm. Getränkekühlschrank, der auch bis minus 2 Grad. Das heißt, wir können an der Tankstelle da uns die Eiswürfel kaufen und die halt an Bord mitnehmen. Da unten? Wo denn?
Okay, da ist ein Vitrifrigo, oder? Richtig, und solchen gleichen Kühlschrank haben wir oben auch auf der Flybridge. Somit bringen wir halt einmal das Material nach oben und können uns halt dementsprechend dann ja, oben bedienen, brauchen nicht mehr runterzulaufen. Das heißt, ich könnte mit dem Ding auch auf der Saar fahren. Auf dem Rhein geht auch? Ja. Ja. Und der Motor, wie stark ist er? Hier haben wir eine 170 PS Maschine verbaut, die weit unter 10 Liter je Stunde verbraucht. Ist es ordentlich, 100, die Leistung für das Boot? Es reicht vollkommen aus für diesen Verdränger. So, was ist das da für ein Ding? Ein Sonar, oder? Ja, wir haben hier einen Sonar, wir haben hier einen Kartenplotter. Das ist das Axiom Plus, was jetzt hier verbaut worden ist. Darunter befindet sich ein Radio, eine Heizung, ein Blower für die Frontscheibe, wenn die halt, ja. So, und diese Dieselheizung im Prinzip von Eberspächer, ist das Diesel oder Benzin? Das ist diese Heizung, die nimmt sich halt aus dem Kraftstofftank. Der Motor ist ja Diesel hier in dem Fall, der Volvo Penta, oder? Richtig, genau. Okay. Also nur mal fragen. So, dann, das ist jetzt ein Steuerstand, dieses Bugstrahlruder, wie funktioniert das? Richtig, das ist eine Steuerung, die hier zentral vom Steuerstand halt bedient wird. Wir haben aber auch, wenn der Eigner jetzt alleine unterwegs ist, eine Funkfernbedienung, sodass man in den Steuerstand hineinfährt und von dort aus dann über eine Funkfernbedienung das Boot halt nochmals nachregulieren kann. Ich zeig mal gerade was. Es kam gerade eben nicht so rüber. Das ist alles indirekt beleuchtet, weil wir haben von der Seite drauf gefilmt und die Lichtfarbe kann ich nicht ändern. Die ist warmweiß, oder? Die ist warmweiß, immer warmweiß. Okay, schön. Also das gefällt mir. Also dann, Wunsch können wir das ändern, ja. Aber das wäre halt so wieder ein Eingriff in die Serienausstattung, die dann halt auf Preis gebunden wäre. So, vorne Fernseher hast du noch mit drin. Sat-Anlage, hat man sowas hier am Boot? Ja. Okay, die ist auch während der Fahrt zu bedienen? Oder ja. Wenn ich an Küstennähe bin, kann ich einen Router verwenden. Sag mal, das Elon Musk-Ding, ist das schon verhältlich für Boote? Dieses Starlink? Ja, haben einige, aber mit normalem WLAN funktioniert auch ein ganz normaler Fernseher. Netflix, YouTube, können wir ganz normal schauen. Also, cool, dass das jetzt notwendig ist, so viel Geld da rein zu investieren. Stimmt, ja. Das überall, wo ich Netz habe, habe ich auch Internet und das kann man über einen ganz normalen... So, und das hier ist der Gashebel, oder? Richtig, das ist der Gashebel. Den gibt es auch halt dementsprechend mit einem elektronischen Gas. Ist aber dann auch wieder Aufpreis verbunden. Hier hat sich der Kunde ein Funkgerät hinzubestellt. Das ist hier die Steuerung des Sturmaggregates. Was für ein Aggregat? Ein Sturmaggregat, dass wir auf dem Wasser auch 230 Volt haben. Strom, okay. Genau. Falls die Batterien halt dementsprechend leer sind, brauchen wir nicht in der Marina zurück, sondern kann über Sturmaggregat die Batterien wieder aufladen. So, und die Lampen und so, das kann man einschalten. Der Motor geht also unkaputtbar eigentlich, wenn man nach dem Öl guckt. Ja, okay. Ja. Habe ich schon gehört. Also Elektrostarter ist natürlich mit drin. Wo kann ich denn sehen, wie viel Sprit noch drin ist? Da oben. Da sind mehrere Tanks oder ein Tank? Hier haben wir einen Kraftstofftank und einen Wassertank und auch einen Fäkalienbehälter. Boah, du machst das schon wie lange mit dem Boot? Du machst das gut. Wir sind ja seit 4 Jahren dabei. So, Vorsicht. Guck mal, hier fällt was runter hinter mir. Dankeschön. So, wir machen jetzt mal eins. Wir gehen mal bitte runter und gucken mal rein. Das heißt, das ist das normale, der Steuerstand, der unten ist. Den gleichen gibt es ja nochmal oben. Jetzt gehe ich runter hier in die Kabine, der Möbelbau, die Masterkabine. Die Masterkabine hat sich der Kunde halt dementsprechend auch im Fernseher einbauen lassen, weil die zwei Kinder haben. Und auf diesem fast 12 Meter Boot ist es dann auch ohne Probleme möglich, 10 Personen mitzunehmen, weil das Boot für 10 Personen zugelassen ist. Bleib mal gerade stehen. Ich muss mal gerade hier mich mal hinlegen, mich mal gerade filmen, dass man das sieht, wie viel Platz man hier hat. Das mit diesem spitz zulaufenden Bett, das ist normal, oder? In den Boden. Das ist leider hier normal. Wir haben es bei der Seamaster anders gelöst, da kann man auch ringsherum laufen. Aber bei der Futura, ich sag mal vorsichtig, ist es immer noch halt eine Komfortklasse. Aber ist doch riesig, das Bett. Es ist riesig, ja. Verglichen zu anderen, wo man dann halt schon in der eigenen Koje reinkrabbeln muss, ist das hier wirklich noch komfortabel. Und da oben drin, was ist da drin? Das ist eine Zugangsklappe für einen Ankerkasten. Ein Ankerkasten, so der geht vollautomatisch, ja, der Anker. Ja, manche lassen sich auch dort den Fernseher montieren, aber hier hat der Kunde halt dementsprechend auf der gegenüberliegenden Seite den Fernseher sich gewünscht. So, es riecht neu, muss man sagen. Ja, es riecht neu. Das ist auch neu. Zwei Wochen alt. Hinter dir ist, weil das GFK geht ein bisschen weg, der Geruch, noch ein kleines bisschen. Ja, das muss man ein bisschen lüften und dann... Nach einer Zeit ist nichts mehr. Nach einem Vierteljahr ist es weg, genau. Okay. Wichtig ist, es riecht nicht. Also ganz wichtig ist, glaube ich, die Abtrennung des Motorraums, dass auch ja nichts da irgendwie reinkommt. Ist der trocken immer bei euch, bei eurem Boot? Wir haben eine doppelte Dämmung. Einmal zwischen halt dementsprechend der Decke und halt den Kabinen zum Motorraum. Was mir auffällt, ist, so eine Infinity-Decke habt ihr drin, Hochglanz poliert, das erweitert den Raum nochmal so richtig schön. Du siehst doch hier oben. Indirekte Beleuchtung. Das ist, ne? Toll, ja. Also, hier auch mal. Kannst du dimmen? Geht auch. Ah, indirekt.
Ja, ist ja viel schöner, ne? Ja. So, hier ist ein Schrank hinter dir, Der da ist. Bitte mal kurz öffnen. Sollt ihr mal sehen. Also ein Kleiderschrank. Oben kannst du rausziehen, dann kommst du besser ran. Genau. So, dann unten. Die Heizung hier ist eine Diesel-Standheizung hier in dem Fall, oder? Ja, ist eine Diesel-Standheizung. Gott, die langt wahrscheinlich. Bei diesen Quadratmetern reicht diese auch aus. Sag mal, die Wärmedämmung nach außen. Ist hier eine Dämmung drin? Ist das ein Sandwich oder wie funktioniert das? Hier ist keine Wärmedämmung nach außen drin. Okay, man hat die Möglichkeit, das zu bestellen bei euch oder ist das nicht? Ist optional möglich, ja. Okay, also das kann ich machen. Eine Festhandtool? Aber wenn die Heizung läuft, also auch bei, sagen wir mal, 5 Grad, kriegt man binnen 2 Stunden das Boot auch auf 24 Grad hochgeheizt. Ich merke schon, das Thema Diesel ist, glaube ich, nicht das große Thema bei euch. Wie viel geht da rein nochmal? Wir haben Liter? Hier dann mit diesem Motor Serie, also Standard, einen 200 Liter Tank. Diesel. Und dieser verbraucht bei dem 170 PS weit unter 10 Litern die Stunde. Okay, das heißt, ich habe richtig Reichweite. Festtanktoilette? Ist ja Standard, oder? Geht die in den Tank rein? Nein, das ist keine Standardtoilette. Das ist eine schon eine Erweiterung, wie zu Hause auch. Ist eine Vakuumtoilette, die still und leise funktioniert. Also wenn man die betätigt, nicht wie bei anderen Booten, dass der Nachbar einen hört. Hier ist es still und leise, hier kann man nachts auf Toilette gehen und keiner wird halt einem dabei zuhören müssen. Die Holzfarbe ist ja hell, ist im Moment schwer im Trend, muss man schon sagen. Kriege ich auch dunkles Holz auf Wunsch? Wir haben ganz neue Furniere im Angebot und da ist die Auswahl wirklich, glaube ich, mehr als. So, der Waschraum, der ist getrennt, das heißt, ich kann getrennt auf Toilette gehen, das wollen ja viele, glaube ich, die wollen ja nicht mit einem Aufstellen. Das ist eine Dusche und das ist ein vollwertiges WC. Und das kann man halt so konfigurieren, wie man es haben möchte. Ach, das darf hier nass werden. Hier, das Spiel das kann darf komplett nass werden. Der Vorteil ist, dass ein Furnier ist, bei uns nichts hinterher abzuwischen. Okay, hier ist ein Schrank drin. Wenn du den mal gerade aufmachst, bitte, den Spiegelschrank. Ja. Mal kurz reingucken. Spätestens meine Frau wird da gerne reingucken. Es ist so, der ist jetzt noch nicht eingeteilt, nehme ich an. Der Kunde kann den selber einteilen. Richtig, genau. Okay, das habe ich auch verstanden. Soweit, so gut. Ach, noch ein Schlafraum hier. Genau. Okay, warte mal. Hier ist ein Schlafraum. Da können jetzt insgesamt mal mindestens mal 2 Personen liegen. Ja, 2 Personen, genau. Man kann den mittleren Bereich abnehmen, sodass man besser halt auf die Liegefläche kommt. Mhm. Das kann ich vom Wohnmobil. Jetzt ist es so eine Liegewiese quasi im Moment. Richtig, was du hast. Hier um die Ecke hätten wir doch die Möglichkeiten, den dritten Fernseher zu verbauen. Okay, aber manchmal ist auch weniger mehr, muss man richtig, nicht haben. Genau. Einen Schrank habe ich ja auch in dem? Ein Schränkchen haben wir hier auf der Seite. Warte, jeder Koje befindet sich ein Schrank. Und die ist auch gespiegelt, die Koje quasi? Die Koje ist nicht gespiegelt, nein. Die dritte Koje ist etwas kleiner von der Kopfhöhe als halt dementsprechend die andere Seite. Du kannst mir mal einen Gefallen machen, geh mal rein und mir nochmal sagen, wie groß du bist. Du bist 1 Meter? 1,80 Meter. 1,80 Meter, so. Und jetzt sieht man das. Also, wenn man drin liegt, das ist schon ziemlich cozy, oder? Ja, das ist für diejenigen, die das halt abkönnen. Ist gemütlich, sag ich mal. Also hier drunten, also da, ich meine, ich bin am Boot. Ich bin hier nicht in einer Luxussuite. Es ist ein bisschen mehr wie Camping. Aber es ist richtig cool. Also ich finde es. Es ist besser wie jeglicher Gleiter, der dann halt wirklich Kabinen hat, wo man reinkriechen muss. Habe ich gesehen erst vor kurzem. Also da hast du doch erheblich weniger Platz. Also von der, ich habe gerade einen 10 Meter gedreht, einen 33 Fuß, der hatte keinen zweiten und dritten Schlafraum. Ja. Da gab es nur einen einzigen. Mhm. Dafür ist er schneller. Aber Spritverbrauch ist ja auch ein Thema, oder? Ja, erstmal darf man nicht schnell fahren und zweitens, wie viel oft macht man es? 2-3 Mal, dann hat man genug und dann, unser Klientel ist ja halt, sagen wir mal, diejenigen, die sich dann eine Beneteau Mary Fisher 7-8 Meter gekauft haben, die dann sagen, 3-4 Personen ist okay, aber ich würde schon gerne mal mit 6-8 Personen aufs Boot gehen. Und da ist halt die Futura vom Preis-Leistungs-Verhältnis so gesehen unschlagbar. Ich finde die Optik finde ich klasse. Das ist also wirklich sehr gut gelungen. Das ist ein einmaliges Design. Mach mal bitte auf den Schrank, einmal kurz reingucken. Das ist auch wieder das gleiche wie in eigener Koje. Ja, ist aber groß. Da kannst du rausziehen. Haben wir die Möglichkeit. So, komm, dann lass uns mal auf diesen. Hier ist noch Stauraum, oder? Wir haben hier auch in jeder Trittstufe Stauraum, wo wir auch nochmal Sachen verstauen können. Also wir haben bei diesem Boot wirklich daran gedacht, was wir jeden einzelnen Quadratzentimeter irgendwo halt auszunutzen. So, auszunutzen. So, komm, wir zeigen das mal. Das hier ist der Steuerstand, der Sitz. Man kann den rauf und runter machen? Genau, man kann den höhenverstellbar auch nach vorne und hinten verschieben. Okay. Und unten, das sind die Sicherungen, nehme ich an, oder? Genau, das sind die Sicherungen für die gesamte Bordelektronik. So, jetzt gehen wir mal hoch, mal gucken, ob ich da hochkomme. Mit meinen 54 Jahren. Aber das ist sehr, sehr. Es gibt einen Trick hier, oder? Man muss, glaube ich, irgendwelche Füße zuerst, oder? Ja, man fängt mit rechts an und geht dann halt dementsprechend. Ja, erstmal hier und ist ja eine Platzsparstufe. Wie geht man eigentlich runter? Also ich persönlich rückwärts. Laufe vorwärts runter. Ja.
und die letzten 2-3 Stufen spare ich mir dann. Das muss ich gerade überlegen. Jetzt habe ich es falsch gemacht, aber ich denke, ich mache es lieber so, weil ich halte ja noch ein Mikro und jetzt gucke ich hier raus. Das ist natürlich ein Running Gag hier auf der Messe, wenn du hier oben stehst. Und bist du jetzt auf ungefähr welcher Höhe hier? 6 Meter? Ja. Ja, wir haben mitunter die höchste Flybridge. Die meisten Flybridge-Höhen sind so 3/4 von unserer Höhe. Das macht das auch aus, oder? Ja, der höchste Punkt von dieser Flybridge auf der Futura sind 3,55 Meter. Der Kunde hat sich hier eine höhenverstellbare Konsole gewünscht, hat hier ein Staufach inklusive drittem Kühlschrank. Cool. Und muss also halt dementsprechend, wenn es einmal losgegangen ist, nicht mehr runterlaufen. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen hier verorten, dass ich einmal das ganz kurz sehe. Wenn du dich mal gerade hinsetzt, sei mal so nett, so, dass man das mal sieht. Ich setze mich jetzt mal hier auf den Steuerstand, dass es da ist. Film jetzt mal zu dir her. Jetzt würdest du dir vorstellen, es gibt ja auch schöne Flüsse und Seen in Polen, so muss man sagen. Hier kann man damit fahren. Was ist das für ein Effekt, wenn du mit einer blauen Binnenjacht ankerst in Saarbrücken und du kommst da an? Die Leute stehen noch drumherum, die denken, du bist doch Multimillionär, oder? Also das Schiff ist ja von der Form, wie ich schon sagte, einmalig. Ne? Sieht aus wie so ein alter Panzer, wie so ein Armeefahrzeug auf dem Wasser. Find ich überhaupt nicht. Ich finde, das sieht aus ganz futuristisch. Also gar nicht wie ein alter Panzer. Ja, so futuristisch. Und wenn Sie dann noch die blaue Farbe sehen, also bisher jeder, der hier gewesen ist, sagt sich, wow. Also ich finde, Marineblau. Ja. Und auch wenn man damit irgendwo anstößen würde, haben wir fast 2 mm halt an Luft, wo wir dann halt nachpolieren können. Okay, das kann man super reparieren, gell, das GFK. Ja. So, kann das jeder reparieren, also der sich damit auskennt? Jeder, der schon mal ein Auto poliert hat, könnte das halt sofort wieder jeglichen Kratzer wegpolieren. So, ich sag mal so, die Batterieelektronik, was habt ihr da verbaut? Ist da Mastervolt drin? Oder? Ist Mastervolt drin, ja. Okay, Mastervolt und Lithium drin. Also allein die Batterieanlage kostet ja ein kleines Vermögen. Die ist aber im Grundpreis noch nicht drin, oder? Nein, Lithium? Nein, das waren hier Sonderwünsche vom Kunden, die er sich gewünscht hat, aufgrund dessen, weil er halt unabhängig von der Marina ein Boot bewegen wollte. Sag mal, der Motor, der macht ja Spannung, also ein Ladebooster ist da mit dabei bei dem Motor, oder? Nein. Wie funktioniert das Aufladen der Batterie? Es ist halt ein ganz normales Batterieladegerät mit integriert worden. Okay, der Motor macht 230 Volt, korrekt, wenn er läuft? Der Motor macht keine 230 Volt. Okay, der hat also keinen Stromgenerator. Wie kommt jetzt die Batterie, die Spannung in die Batterien, weißt du es zufällig? Über ein Ladegerät, das halt von Hause aus auf dem Boot verbaut ist. Und dann haben wir noch einen großen Spannungswandler, der beim Anschließen an Landstrom dann halt auch wieder laden kann. Okay, du hast ein Ladegerät für Landstrom. Ladegeräte für Landstrom, okay. Genau. Ja, ich komme ja aus dem Campingbereich, da ist ja alles so ähnlich, aber doch nicht ähnlich. Ja. Wie es da ist. Also du würdest sagen, die ist optimal geeignet, um zum Beispiel in Küstennähe zu fahren, also von A nach B. Ich glaube, das ist es auch. Also dass die Leute praktisch durch Frankreich fahren können, die können durch Polen. Sowieso, aber auch mit diesen zwei Motoren wird diese auch an der Adria vermietet, verchartert und auch dorthin verkauft. Mir hat eben einer gesagt, ein Boot zu kaufen, das nicht praktisch verchartert wird, ist Geldverbrennung. Stimmt das? Ja. Ist richtig. Ich sag mal, wenn man zu viel hat, dann kann man das so machen. Aber die meisten machen es, sagen wir mal, in so einem Mix aus Charter und halt Eigennutzung. Okay, das heißt, die Leute kaufen das Boot. Ich bin jetzt erstmal auf der Boot. Das ist ein neues Hobby, was ich jetzt kennenlerne. Ja. Ich denke mal, ich muss so ein Ding mal kriegen, muss das mal ausprobieren, muss einen Führerschein machen. Wie lange dauert das, Führerschein zu machen? Wochenende. Wochenende ist man durch, ja. Binnenführerschein und ein bisschen lernen, oder? Ja. Na, für BIN, das kriegt man so hin. Wenn man dann für die See einen Führerschein machen will, dann muss man sich schon ein bisschen hinsetzen und nachdenken. Das ist nicht mehr so einfach, ja. Ja, der Preis ist, glaube ich, unschlagbar. Das Ding kostet, glaube ich, dreimal gar nichts, oder? Man kann es online machen, den Führerschein? Ja. Ja. Echt? 200, na, nicht online. Man muss zur Prüfung dann schon halt, denke ich mal, in der Fahrschule. Aber alles andere lässt sich halt online machen, ja. Ich bin total baff, ja, was ich jetzt heute alles gelernt habe. Ich glaube, in Frankreich bis zu einer gewissen Größe brauchst du gar keinen Führerschein. Das ist so, wenn es irgendwie das nicht. Ist nicht schlimm. Also ich guck mal gerade, das runde Ding, was ist das da? Das ist die Sat-Antenne. Wie, fürs Fernsehen? Fürs Fernsehen, ja. Das ist alles? Ja. Astra. Aber wir haben hier halt, genau, aber wir haben hier halt dementsprechend Internet und ein Smart TV an Bord. So, dass ich denke, dass die Kinder sowieso YouTube oder Netflix schauen werden, anstelle da irgendwelche
normalen Sender. Disney, Amazon, ja, Prime, hast du nicht gesehen, genau. Alles an Bord. Okay, last but not least, der Steuerstand, und der ist optional, das heißt, den kannst du ja mit dazu kaufen. Was kostet der ungefähr Aufpreis? Genau, also wir sind hier bei einem hohen Steuerstahl, höhenverstellbar, kostet ungefähr 1200 Euro netto. Es geht ja noch, also ist ja alles im Rahmen, oder? Ja, bei anderen Werften kostet sowas mal schnell mal das Dreifache. Okay. Auch der Steuerstuhl ist jetzt keine Million wert. Der ist auch mit einem kleinen Aufpreis verfügbar. Wie ich von einem Kunden gehört habe, ist bei keinem einzigen verfügbaren Boot, was jetzt hier auf der Messe steht, ein großer Steuerstuhl drauf, was ich sehr schade finde. Sondern, also, was ist da normal? Das sind so meistens halt notdürftige Klappstühle, die dann montiert werden, anstelle einem vollwertigen Steuerstuhl. Okay, ich habe es verstanden. Wo baut ihr ungefähr in Polen? Was ist die nächste Stadt? Wir bauen in der Nähe von Częstochowa in Radomsko. Jetzt, was ist die nächstgrößere Stadt? Ungefähr, damit ich das verorten kann. Was die? Ja, ich würde sagen Częstochowa. Kenn ich nicht. Ja. Ist das aber Zentralgelegen in der Nähe von Posen. Also mittendrin irgendwo. Ja, also ich muss mal zu euch kommen. Ich mache eine große Polentour, Tiny Häuser und Co. Da muss ich mal in die Werft. Können wir eine Werksbesichtigung machen? Genau, Werksbesichtigung machen. Ihr baut ja in der Halle, nehme ich an, oder? Ja. So, die Halle muss ja groß sein. Guck mal hier, ich habe mich immer gewundert, warum die Hallen hier so hoch sind. Jetzt weiß ich es. Wahrscheinlich wegen den Luxusjachten, die hier durch müssen, oder? Ja, in etwa auch unsere Halle hat diese Höhe, weil wir noch einen Kran drin haben. Sag mal, als jetzt hier die Messe begann, ist hier jeder mit einem Schwertransport hergegangen mit den Dingern? Jedes einzelne Boot muss mit einem Schwertransport. Ey, das arme Düsseldorf, das heißt, die sehen andauernd ein Boot, oder wie? Ja, so gesehen, ja. Okay, komm. Der Messezeit auf jeden Fall. Komm, wir gehen mal runter. Tipp von dir ist jetzt einfach runtergehen, rückwärts runtergehen am besten. Komm, ich mach mal. Ich probier mal. Ich würde versuchen vorwärts, aber mach auf Nummer sicher vielleicht doch lieber rückwärts. Du, ich bin alter Mann. Ich muss hier irgendwie gucken mit beiden Händen voll, dass wir es irgendwie hinkriegen. Dann machen wir noch Last Button und dies Abmoderation. Also ich war der festen Überzeugung, das Ding kostet viel mehr. Aber zu dem Preis muss man sagen, die Leute müssen hier Schlange stehen. Und der Sonntag, hast du erzählt, da war hier die Hölle los, oder? Ja. So, komm mal mit. Heute war sehr, sehr viel los. Heute, das ist auch interessant, wenn du mal kurz hier rumgehst. Das heißt, man kann außen rumgehen. Ich habe einige Boote gesehen, da geht das gar nicht. Nein, wir haben einen sehr großen, sicheren Aufgang, wo auch kleine, also jüngere Kinder kein Problem haben werden, hier in den Bugbereich zu kommen. Das ist bei anderen Booten leider nicht der Fall so. Und hier ist Sonnendeck. Das ist das Sonnendeck, genau. Boah, ich liebe Yachting. Das ist, ich dachte, das wäre viel teurer. Man muss irgendwie Multimillionär sein, um so ein Ding zu kaufen. Wenn man liegt, was zahlt man für einen Liegeplatz? So im Schnitt in Kroatien? Ja, es ist halt immer die Frage, wo der Liegeplatz ist. Aber bei uns in Berlin zahlt man im Schnitt für, sagen wir mal, diese Größe, 3,5 mal 12 Meter, ungefähr so 400 Euro übers gesamte Jahr. Nochmal, 40 Euro im Monat, plus minus. 400 Euro pro Monat. Pro Monat? Ja. Über das ganze Jahr, das heißt rund 5.000 Euro. Richtig, genau. Okay, wenn man das als Miete sehen würde, darf man darin wohnen eigentlich? Oder? Ja, es ist heutzutage auch möglich, sich auf dem Boot zu registrieren, also anzumelden, und darf dann halt ganz normal auf dem Boot halt wohnen. Sehr cool. So, vielen Dank. Kommen wir mal runter, machen wir Abmoderation, dann machen wir das Schiff noch. Das ist was ganz Neues, hast du mir erzählt. Das ist so euer neues. Ich gehe mal hier erstmal mit dir mit, weil hier ist schon, ich zeige mal gerade, wenn ich jetzt hier runterfall, ist schon ein bisschen, aber die ganzen Schiffsleute, die sind ja alles Profis. Und wem das so wenig ist, dann. Aber auf mich macht das unglaublich viel Eindruck. Erstmal vielen, vielen Dank. Euer Unternehmen heißt wie? Cobra Yachts. Cobra Yachts. Ihr habt eine URL. Wie ist die Webseite? Cobra-Yachts.com. Cobra-Yachts.com. Das werde ich mal quer verlinken. Auf jeden Fall die blaue Farbe. Das ist schon sehr gewagt, das Blau, oder? The blue is nice. The blue color here from the boat. From the boat. Ja, the boat, the blue color. Is it nice? You like the blue color? No. Yes. Okay. Yes. Vielen, vielen Dank. Bye, bye.